Ein kleiner Hinweis, in diesem Video kann eine Münze für das YouTube-Spiel gefunden werden. Weitere Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Geh niemals zur Feuerwache, haben sie gesagt. Aber wenn man noch den ganzen Tag nackte Weiber beobachten kann... Ach, da hinten sind wieder zwei. Ey, du! Oh, das eine ist ein Kerl. Du perverse Sau, was machst du da hinten? Ich bin von der Feuerwache. Ich pass nur auf, dass es hier nicht brennt. Ich komm gleich vorbei und piss dir ins Auge, das brennt aus. Aber was denkst du eigentlich, wer du bist? Zieh dir die Hose wieder hoch und verpiss dich gefälligst. Was? Schon da? Schon wach? Wo ist mein Gesicht? Ja, Moment. So. Hallo, werte Kollegschaft. Ich traue mich überhaupt gar nicht zu sagen. Hochqualitative Haarprodukte. Und willkommen zu Firewatch. Es ist so unglaublich idyllisch hier, was... Ich könnte eigentlich die ganze Zeit jetzt nur im Startbildschirm rumhängen. Ach, ist das herrlich. Nein. Willkommen zu Firewatch. Firewatch spielt im Jahre 1989. Mein Name ist Henry und ich habe mich von der perversen Zivilisation abgeschottet, um in Ruhe mein Leben zu leben, als Feuerwächter. In diesem Spiel geht es um besagte Person, Henry, der sich von der Zivilisation abgeschottet hat und als Feuerwächter lebt. Und mehr gab es in dem Spiel oder in der Beschreibung auch noch gar nicht zu erleben. Die einzige Kontaktmöglichkeit habe ich über ein Funkgerät mit der Außenwelt, über meine Partnerin, glaube ich. Ich spiele das Ganze mit einem Gamepad. Ich versuch's zumindest wieder. Neues Spiel. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt. War im Sale übrigens. Deswegen habe ich das... Ich hatte das schon eine längere Zeit lang auf der Liste. Aber jetzt beim Sale dachte ich mir, da muss ich zuschlagen. Campo Santo präsentiert. In Zusammenarbeit mit Panic, Inc. Der Barsimulator 2016. Ne? Boulder, Colorado. 1957. Du siehst Julia. Aber ich bin verschluckt. Junge, wie viel habe ich denn Intus? 2,8 Promille. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels eintrinken. Aha, also hatte ich gar nicht mal so unrecht. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Oh ja. Und schon wieder geht es in die Kategorie... Ach, ich muss Entscheidungen treffen. Okay. Du bist betrunken. Oh Gott, ja gut, was... Was wäre jetzt angebrachter? So! Gut siehst du aus. Oder, also, sehr hauptfach. Na, ich glaube so, das Gängigste ist einfach nur so dieses, das Du. Gut aus. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kartner. Es... Entgegnest du ihr verwirrt? Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Och, die ist aber lieb. Sie winkt einen Kellner heran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Ende. Danke fürs Zuschauen. War eine sehr nette Episode. Eine sehr schöne Story. Eine Woche später seid ihr zusammen. Super. Ich glaube, ich habe in meinem Leben irgendwas falsch gemacht. Objekte benutzen? Ja, bitte. Ich möchte Objekte benutzen. Oh. Ich glaube, wisst ihr was? Diese Spiele, die haben momentan so die Neigung, Ja, nein, ich glaube, ich zock das Ganze doch lieber mit Maus und Tastatur. Kurz das Einstellungsmomentum. Okay, ich mach das Ganze dann doch lieber mit der Maus. Mein Rucksack. Ist das meine Karre? Wo bin ich denn hier? Die ganz normale Tiefgarage.
Wer schmeißt denn seinen Rucksack hinten auf den Wagen? Junge, der ist nicht mal gesichert. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Wenn man überall Bier trinkt, hätte ich doch... Ich habe eigentlich eins, aber nee. Ich möchte nach den 4 Wochen Japan noch eine Pause haben. Das... Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nicht zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Ihr entscheidet euch für den Beagle. Sie tauft ihn Bucket. Eimer. Allein schon aus dem Grund würde ich den anderen nehmen. Ich nehme den Schäferhund. Mame ist ein großartiger Hund. Er tollt gerne mit ihr im Park herum und begleitet Julia beim Joggen. Er ist zu groß, um ihn mit in die Universität zu nehmen, aber Julia liebt ihn dennoch. Mame ist ein Freund, ein Kind und ein Haustier in einem. Ja. Manche Menschen haben auch Eimer als Freunde, aber es ist jetzt eine andere Sache. Wer nennt seinen Hund Bucket? 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 abends und die Betonwüste unter euch glüht noch immer. Was hältst du von Kindern, fragt sie. Kinder? Die sind nicht... Die sind nicht sehr schlau. Und zu irgendwas nützen. Du hast ja... Ich meine, ob wir welche haben wollen, einmal kleine Dummköpfe. Das wäre schön. Eines Tages, wozu die Eile? Wie lange sind wir jetzt zusammen? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ich bin echt ein toller Freund, ey. Ich habe meine Freundin betrunken angesprochen. Kauf ihr einen Hund, der sich Gott sei Dank nicht, der nicht Eimer heißt. Das war so mit Abstand die beste Entscheidung. Wir trinken nur Bier. Und jetzt kommt die mir schon mit Kindern an. Ich, der arme Kerl, nein. Ob wir welche haben wollen? Ein paar kleine Dummköpfe, das wäre schön. Eines Tages, wozu die Eile? Ich weiß nicht mehr, wie alt die sind, aber die waren der Uni. Eines Tages, wozu die Eile? Ihr Blick schweift ab in Richtung der Berge. Uns bleibt ja noch genug Zeit, oder? Dir vielleicht? Mach dir keine Sorgen, beruhige sie. Ist sie krank? Du sagst, sie habe den Körper einer Erstsemesterin. Das haben meine Eierstöcke nicht mitbekommen, tut sie deine Bewertung mit einem Lachen ab. Oh. Eines Tages. In Ordnung. Gut, eines Tages, sagt sie. 6 Monate später hältst du an einem Sonntagmorgen im Bett um ihre Hand an. Es wird abgespeichert. Das Spiel ist mir irgendwie zu idyllisch. Ich hab noch Life is Strange im Hinterkopf. Und gehe ich jetzt zu meiner Arbeitsstelle? Och, ist das schön hier. Ich hätte hier gerne ein Häuschen irgendwo. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du wirst sauer oder du ignorierst sie. Reden. Reden. Du bezeichnest sie als rücksichtsloses Arschloch. Leck mich doch, brüllt sie. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch. Sie weiß, dass du es ernst meinst. Es verletzt ihre Gefühle. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dicht. Du spannst deine Muskeln wie jemand. Du tänzelst herum wie ein Victoria's Secret Model. Ich muss meine Frau beschützen. Bei der Macht von Grayskull. Du siehst toll aus. Ja, ja, ja. Ich lass den Spruch noch gerne. Huhu. Boah.
Ich könnte hier, ja, ne? In so einem Wäldchen, in so einer kleinen Lichtung, Steinkreis bauen, Holz hin, Feuerchen machen, ein bisschen was grillen. Also natürlich da, wo es sicher ist. Ach, ist das schön, ja. Feuerwacht um Two Forks. Noch 13 Kilometer. 13 Kilometer. Sportlich, sportlich. Yep. Okay, also ich scheine nicht nur betrunken und unsportlich zu sein. Ich bin sportlich, aber immer noch ein stolzer Trinker. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Mayhem spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Oh. Mayhem läuft weg. Mayhem! Verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon oder du polierst ihm die Fresse. Davonjagen. Ich will meinen Hund haben. Die Fresse polieren. Junge, du hast meine Frau bedroht. Dem hau ich aufs Maul, ey. Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark. Du heulst Rotz und Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu dem. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird einen Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Ich hoffe mal, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Warum lässt mir das Spiel nur die beiden Entscheidungen? Du beredest sie, das Angebot abzulehnen. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Das ist doch scheiße. Wenn es einem doch so wichtig ist, dann sollte man doch mit seinem Partner mitgehen. Du beredest sie, das Angebot abzulehnen. Wenn sie umziehen möchte, ich bin nicht einverstanden, wenn sie pendelt. Wenn mir nur die eine Option bleibt, du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen, Alter, dieser Name. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Kompromiss, okay, du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher zwei Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Ach du Kacke, ist sie krank? Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Reden. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Scheiße. Sie beschließt, vorerst niemanden davon zu erzählen. Mit 41. Ja, wo ist denn meine Frau? Bin ich jetzt die ganze Zeit hier alleine? Mach mein Tagebuch. Den Ring habe ich aber noch um. Ach, wie geil. Mayhem wird langsam alt. Er bekommt graue Haare auf dem Rücken und hört auf eurem abendlichen Spaziergang nicht mehr herum. Ihr geht mit ihm zur Bar, um Freunde zu treffen. Es kommt euch so vor, als hätte sich nichts geändert. Julia kehrt zur Universität zurück. 1987. Judas Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschungen liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krank geschrieben, ey. Das ist natürlich ein schwerer Schicksalsschlag.
An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2-wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Tja. Was machst du, ey? Deine Frau kann sich an nichts erinnern. Beziehungsweise nur noch bedingt. Damit sie rund um die Uhr betreut werden kann in einem Heim. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Wenn meine Freundin dement werden würde, oder Frau, sage ich jetzt mal, damit ich der Geschichte mal, mich mal auf den gleichen Standpunkt stelle. Richtung besser aufgehoben ist. Boah. Das frisst jetzt aber gerade. Ja, der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Ich muss irgendwie gucken, dass ich in ein paar Minuten eine Entscheidung treffe. Natürlich will ich sie nicht verlieren, ich würde mich ja gerne um sie selber kümmern, aber was wäre das Beste? Was wäre das Beste für sie? Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Aber ich denke mir dann, was hätte sie denn dann gewollt, wenn es wirklich mal dazu kommen sollte, dass irgendwer von uns beiden stirbt? Dann wünscht man sich doch für den anderen eigentlich, dass er glücklich ist, oder nicht? Ich weiß nicht, ob sie das gewollt hätte, Alter, ey. Ich will die Zeit noch mit ihr verbringen. Ich glaube, das ist jetzt schon 1989, die Zwischensequenzen. Ich hier mal im Wald herum hier spaziere. Oh, ich hab Füße. Oh. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Ja, aber dafür habe ich mich doch gerade entschieden, damit ich ihr helfe, Mensch. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse im Sommer. Schaust du Baseball, im Winter Basketball? Ach, dabei trinkst du. Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür. Du vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Oh. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmer. Du vertraust darauf, dass sie tief und fest... Ich kann doch da nicht drauf vertrauen, Mensch. Aber wenn, dann kriegt die Panik. Nee, ich will, dass es sehr gut geht. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Shayla an.
Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. Ah. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über 1 Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie... Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht, du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Und das dürfte jetzt wahrscheinlich auch der hier sein, worum sich das Ganze dreht. Betritt den Feuerwachturm. Ja, und hier sind wir wahrscheinlich. Ich sehe gerade jetzt. Ach, das ist mein Rucksack. Ich dachte, mein Hosenstall wäre offen. Boah. Schalte den Strom ein. Na dann gib mir mal Licht, Kollege. Ja, bitte. Linke Umschalter halten für das Funkgerät, okay. Ja, bitte. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine. Then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, ich kann hier antworten. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich den Untertitel einstellen kann. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Okay, jetzt habe ich die Wahl. Du hast 3 Ehemänner umgebracht. Fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Job. Klasse Intro. Tag 1. Toll. Mann, bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte. Okay. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Na dann. Okay, das Funkgerät. Was kann ich denn antworten? Hey, sorry. Guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's, what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Yeah. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Was, wo? Ich höre nix. Ein Kompass, ja, das wäre ganz nett. Na, Westen. Feuerwerk? I need you to confirm. Do you see them? Ja, da, Tatsache, ich seh's.
That's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Kann ich einen Strafzettel? Kann ich Ihnen einen Strafzettel erstellen? Easy there, Dirty Harry. Get going. You probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for. Das kann ich mir nicht merken. Ich brauche was zum Schreiben. Sehr sicher, praktisch, klug, sehr sicher. Secure. Shut up. Okay. Also auf dem Weg. Na dann, gucken wir mal. Wasserbehälter. Was haben wir denn hier noch alles so? Olzkartisch. Ölseife. Aha. Na dann. Ne, brauche ich nicht. Okay, dann wollen wir mal. Lichtschalter. Kann ich noch das Licht hier ausmachen eventuell? Wo war jetzt der Lichtschalter? Dann gucken wir doch mal. Wer stiftet hier Unruhe in meinem Gebiet? Feuerwerk. Ich glaub's ja wohl. Beeil dich, Kollege. Ich entkomme der Zivilisation. Na, dann gucken wir doch mal. Hole das Seil aus der Versorgungskiste 308. 308. Cash 308. Jetzt muss ich nochmal gucken, in welche Richtung ich mich drehe. Sehe ich das? Sehe ich, in welche Richtung ich mich bewege? Ja, sehe ich tatsächlich. Hier gab es doch mal einen kleinen Weg, oder nicht? Zeig mal her. Ah, hier vorne wahrscheinlich. Das ist doch ein Generator. So, this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas and, well, you don't have much in the way of electronics, so. Das Blumsko, dieses Blumsko, aber mein Föhn. Ja, aber mein Föhn. Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. Was dann hier draußen juckt, das sowieso keinen. Von daher, denke ich mal, kann man das verstehen. 2 Kilometer nochmal. Das Seil aus der Versorgungskiste. Ich laufe den falschen Weg lang. Verdammt, ich muss in die andere Richtung. Mein Orientierungssinn ist für die Nüsse. Muss es ja auch irgendwie was zum Sprinten geben, oder? Moment. Ah, da, ich habe was gefunden. Okay, die Taste R ist es. Na dann. Schauen wir uns doch mal um. Immer dem kleinen Waldstückchen folgen. Wer macht denn hier Feuerwerk, bitteschön? Ich hätte auch wahrscheinlich außen rumlaufen können. Hätte ich nicht. Okay, na dann. Dieser Busch scheint sehr stark zu sein. Dann zeig mal her. Da vorne ist die 306. Wo ist mein Kistchen? Da ist mein Kistchen. Hallöchen. Na dann. Ja. Na dann. Das ist down that rope. It was right where you said. Great. So you should be set to get down to the lake. Ein Müsli-Riegel. Ich dachte, hier soll kein Essen gelagert werden. People just stuff these things with old food. That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Okay. Ein Müsli-Riegel. Kann ich bitte nehmen? Untersuchen. Essen. Norm. Wenn wir schon mal hier sind. Warum nicht? Kümmere dich um das Feuerwerk. Na dann,
Karte Informationen abschreiben. Okay. Da ist noch eine Nachricht dran. Ich habe ein Schreiben zwischen zwei Typen gefunden. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah. One of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type. Totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Also ich habe noch nie Ameisen in meinem Leben gegessen. Ja gut, ich habe schon lebendigen Seeigel gegessen. Kleine Zwischeninfo nur so am Rande in Japan. Hat interessant geschmeckt. Ein Kieferzapfen. Na dann. Machen wir das Ganze mal zu. Von wo kommt denn das Feuerwerk? Der muss doch hier hinten irgendwo sein. Was sagt denn die Karte? Nicht, dass sie dann da unten am... Ich höre es auf jeden Fall. Da hinten irgendwo. Irgendwo da hinten. Die Rübel mache ich kalt. Es ist so entspannend hier, ey. Das ist... Ah. Ja, wir kommen dem Ganzen schon näher. Ich finde das eigentlich gar nicht mal schlecht. Da! Die Drecksau mache ich fertig. Seilhaken benutzen. Wie tief ist das denn? Abhang sehr steil. Okay, na dann. Na dann, Kollege. Ab nach unten mit dir. Es ist so friedlich. No, no, no! Muss jetzt sein, oder? Ist hier irgendwo eine Kamera installiert? Das wollte doch jetzt irgendwer. Kletterunfall melden. Aua. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Das hat jetzt so lange gedauert, es ist schon dunkel. Was sagt denn das Feuerwerk? Hier irgendwo muss das doch sein. Unten am Genesee Lake war das. Am See. Irgendwelche früh pubertierenden Wiese melden? Wiese melden? Wo soll ich suchen? Ein perfekter Ort zum Campen. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Ach, guck an. Da ist eine Feuerstelle. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. Na dann, okay. Zeig mal her. Wo sind wir denn überhaupt? Ja, da sind wir doch schon mal richtig. Und ich habe da hinten auch schon die Feuerstelle gesehen. Wenn ich euch erwische, bringe euch Manieren bei. Bierdosen. Ja. Na, den ganzen Mist hier aufräumen, ey. Umweltverschmutzer. Für jede Dose gibt es einen Schlag mit der Peitsche. Ob ich da noch Nägel dran hängen werde, werden wir dann sehen. So, alles aufgeräumt. Ja. Keiner verschmutzt meinen Wald. Niemand. Ich höre Mucke. Ja, das sind wahrscheinlich Whisky. You left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Kacke. Oh shit. Ferret or Irish. Billige Plörre. Für später aufheben. Gott sei Dank habe ich jetzt mal gelesen, was eh macht, weil ansonsten hätte ich das wahrscheinlich auch noch gesoffen. Lagerfeuer. Na, für später aufheben. Na dann. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it?
They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Na dann, okay. Aber das Feuer können wir noch ausmachen, oder? Ja, bitte. Oh, das war aber süß. Hätte man nicht wenigstens da den Whisky noch drüber kippen können? Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Bündelfeuerwerk. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Juhu! Dann habe ich nachher Spaß damit. Geil! Und das Bier auch noch. Muss ich den Scheiß hier noch aufräumen? Liegt hier noch rum? Klar. Ich hab doch gesagt, früh pubertierende. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. Well, what if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Wenn es da zwei sind, ist ja in Ordnung. Oh. Ich hab's doch gesagt. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Ein textilfreier Pyroman, auch nicht schlecht. Ein Höschen. There are, Patties. There are what? I don't want to say that word again. Why, because you're 12? Jetzt kommt's, sie ist wahrscheinlich jung und er wahrscheinlich so Mitte 40 und nein, ich sehe Bilder in meinem Kopf. Noch ein BH? There's a... Ooh. Yes? There are two naked ladies here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know... Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Kann ich dazu noch irgendwie was sagen? Ich will das mitnehmen. Feuerwache. Uiuiuiui. I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Enjoy dealing with that. Toll. Das kommt doch überhaupt nicht blöd rüber, wenn da jetzt ein Kerl steht. Ich würde echt gerne mal wissen, wie ich aussehe. Ja, Gott sei Dank habe ich mich eben gerade verguckt. Das war kein offener Hosenstoff. Hallo, Ladies. Hi, mit was? Teenager. Okay. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes spying on us? Give him a break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. He's probably still a virgin. Why do guys think it's all right to just stare at girls? Ja, dann mach ich mal... Oh, hey! Put that down! Seriously, it was expensive! Fucking cool it with the fireworks! Ja, haut ruhig ab! Verpisst euch, das war mein Stein! Hey, that go okay? It went fine. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Ich hoffe, sie ertrinken. Na dann. Noch ein Höschen. Puh, kann ich das mehr... so, von allen gewidert. Naja, ich glaube, der Kerl hat gerade andere Sachen im Kopf. Aber gut, was ist mit dem BH? Den kann ich auch untersuchen. Wiggle, wiggle, wiggle.
Naja. Lassen wir den Mädels ihren Spaß. Blöd ist jetzt nur, wie komme ich zurück? Noch einmal das Feuerchen. Ah, es ist schon fast entspannt. So. Dann zeig mal her. Muss ja im Prinzip eigentlich nur den kompletten Weg einmal zurücklaufen. Ja, wenn ich ja hochkommen sollte überhaupt. Da ist der Canyon. Das könnte ja jetzt lustig werden. Aber da hinten am Fuß des Berges komme ich jetzt, oder am Abhang komme ich jetzt nicht mehr hoch. Wie komme ich zurück? Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Ja, war ja irgendwo klar, ne? Da ist der Canyon, ja. Ganz ruhig, Kollege. Dann laufen wir eben zurück. Zeig her. Wo können wir denn da lang? Da müssen wir am See. Gehen wir wieder zu den Ladies zurück. Vielleicht sind die ja wieder da. Auch noch einmal, ich liebe dieses Feuer einfach. Ah, mit welcher Sanftmütigkeit der das ausmacht. Das ist so... Nein. Oh, ich hab Glück gehabt. Kann man die noch mal ein bisschen suchen? Schon ist sie leck. Any chance of those kids getting a disease in this lake, like diphtheria or consumption or... Consumption? Not if they're not 19th century chimney sweeps, no. You know, whatever. I mean, if they drank a bunch, Giardia maybe, but probably not this time of year. Hm, that's too bad. Naja gut, sagen wir mal so, ich muss zugeben, einladend ist das schon. Was ist das für ein Geräusch? Ersaufen die da einen Köter da hinten? Ich kann das Geräusch gerade nicht zuordnen, aber ich, vielleicht geht meine Fantasie auch gerade mit mir durch. Okay. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Ich bin echt schlau, ey. Und das Spiel ist echt für mich gemacht. Na dann. Über den Canyon. Ja, nicht, dass ich den jetzt nochmal begegne. Och, ist das schön hier. Ein ganz kleines Bächlein. Ich würde mich auch hier irgendwo hinsetzen und irgendwie so ein Feuerchen machen. Wollen. Es ist doch auch einladend. Aber ich kann wohl verstehen, was er gemeint hat. Mal komplett abzuschalten von dem Ganzen, das kannst du hier definitiv. Brich dich jetzt bloß nichts, Junge. Okay, ich mag zwar Alkoholiker sein, aber ich bin nicht unsportlich. So, I have a bit of a confession to make. Was denn? What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. So, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Werde ich machen, auf jeden Fall. Dann zeig jetzt mal her, wo ich überhaupt bin. Am Canyon, ja, hau ich noch ein bisschen. Geht's dann in die Höhle rein und dann einmal zurück. Da haben wir noch ein ganzes Stück zu laufen. Ich kann zoomen. Ja. Ja, das. Kleine Sau. Boah, direkt, ey, mit einem. Ich scheine wirklich sportlich zu sein. Ich bin zu etwas zu gebrauchen. Das ist schön. Gewitter? Wo? Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Ja, das wäre nicht schlecht. Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down.
Especially not with your electric personality. Ugh. I see my joke did not spark your sense of humor. Ugh. Not enjoying our current conversation. Oh my god, lady. The arc of our budding friendship. Ich mag die. How exactly are you in charge? Aw, Henry, that's a good one. You satisfied? Yes. Sehr schön. Was haben wir denn hier für eine Kiste? Ach, guck mal, da ist eine Höhle. Da kann ich wahrscheinlich durch, oder? Also, wir merken uns ja, da wir ja schlau sind. Ach, das, Alter, der Sound, den finde ich aber auch mega geil. Was haben wir denn hier? Eine Versorgungskiste mit einer Taschenlampe. Die werde ich wahrscheinlich brauchen. Mit keinen Saft oder was? Ah! Ein Horn. This is a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Na dann. Legen wir es wieder zurück. Was haben wir denn da? Können wir Informationen abschreiben? Die Karte zu aktualisieren wäre nicht schlecht. Wenn ich gegebenenfalls auch irgendwann nochmal den Weg zurückfinde. Sind das die Wege, die ich gelaufen bin? Nee, ich glaube nicht. Norden. Okay, also durch die Höhle durch. Na dann. Boah, hier ist auch so geil, ey. Ich, oh. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So? So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! Ich mag das, ich finde das cool. Dann steckt das Funkgerät weg, die Höhle. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in. They never come out. Hmm. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Not on. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Oh, sorry. Ich kann's mir ja merken. Ich kann ja mal irgendwann mal zurückgehen, oder? Hallo! Na dann. Hoch da, Kollege. Du bist sportlich, Hep. Hi, aber es ist dunkel geworden. Oh ja, jetzt sehe ich die Wolken auch. Okay, alles klar. Dann einmal schnell zurück zum Turm. Ich habe keinen Bock, nass zu werden. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wer leuchtet mich hier an, Kollege? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this. Ich verarsch mich doch wieder, die Olle. It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Ich hoffe mal, ich treffe die später irgendwie noch, weil ich würde echt gerne mal wissen, wie die aussieht. Leise. Ha! Hep. Gut, die Brücke hat aber auch schon lange keiner mehr repariert. Wer hat mich denn von hier oben aus jetzt beobachtet, Kollege, hä? Ah, da kommt das Gewitter an. Da kann ich auch wieder hochklettern. Hüpp! Ich will zu meinem Turm zurück. Bitte! Ja,
Ja, anstrengend, ne? Oh, ich krieg Hunger, Mensch. Ich bin ganz drum geklettert. Muss ich mal daran denken, wenn ich dann irgendwie Sport mache und dann komme ich nach Hause. Bäh, Fressattacke. Na dann. Wo bin ich? Der Leuchtturm dürfte gleich da vorne sein. Ah, dann klettern wir doch mal ein bisschen. Hoch damit! Noch einmal, einmal noch. Komm schon! Verdien dir deine Dosensuppe! Weg gesperrt, Schild. Nicht für mich. Nö. Nun denn, ich bin zu Hause bei meinem Plumpsklo. Generator ist auch noch an, sehr schön. Nun denn, nun denn. Aber hier jemanden zu sehen ganz allein? Hat der jetzt eingebrochen? Hallo? Wer bricht denn hier in mein Häuschen ein? Ja, toll. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Ja, was ein Kack, ey. My fucking sheets are gone. They stole your sheets? That's just mean. Yeah, it sucks. Das Fenster ist auch noch im Arsch, ey. Sind das Verarschlöcher? Oder waren das die zwei Weiber? Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? Schlechte Mädchen am See. They'd probably piss off the girls at the lake. Ugh, fuck them. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some, what, violent campers? Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever. Ach, das ist der Turm von ihr da hinten. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. Na dann. I need you to feel safe out here. Sag mir einfach, wo ich eine Waffe finde. To the Forest Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Oh. Grenades? I'll see what I can do. Na dann. Tag 2. Tja. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Ende der ersten Folge angekommen. Das ist wahnsinnig interessant. Das hat eine coole Atmosphäre auf jeden Fall. Gefällt mir. Nein, ich werde hier einmal Stopp machen. Sauf deinen Kaffee. Guten Morgen. Ich bin schon da. Ja. Nein, ich werde hier einmal Stopp machen. Ja, ruhig werde ich in der nächsten Folge dann. Bedanke mich für euch fürs Zuschauen und sehe euch dann in der nächsten Folge, wenn wir mit Tag 2 anfangen. Ich hasse meine zerbrochene Glasscheibe. Es war so schön hier. Na gut. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye.